Soll hier etwa der Teufel angebetet werden oder Drogen konsumiert? Genau das wird vielen Rocksongs unterstellt, dass sie geheime, versteckte Botschaften haben, wenn man sie rückwärts abspielt. Manchmal ist was dran und manchmal auch gar nicht. Aber bevor es losgeht mit dem Video, abonniert gerne den Kanal und drückt die Glocke. Geheimbotschaft Nummer 1. The Beatles, Revolution 9. Starten wir mit einem der polarisierendsten Songs der Pilzköpfe überhaupt, einer fast 8,5-minütigen Collage aus den verschiedensten, zum Teil stark verfremdeten Sounds und einer Stimme, die immer wieder die Worte Number 9 wiederholt. Number 9, Number 9, Number 9. Laut Songwriter John Lennon hat das Stück kein wirkliches Thema, aber die Idee dahinter war, mit Klängen ein auditives Bild der Revolution zu malen. Da das Verfremden unter anderem auch aus Rückwärtsabspielen bestand, war es also kein Wunder, dass man dann am Ende beim wiederholten Rückwärtsabspielen einzelne Worte raushören konnte. Zum Beispiel die Botschaft Turn me on, Dead Man. Number 9, mach mich an, toter Mann. Angeblich ein Hinweis auf die Verschwörungstheorie, die kurz vorm Erscheinen des White Albums der Beatles, also auf dem sich auch Revolution 9 befindet, die Runde machte. Paul McCartney sei bei einem Autounfall ums Leben gekommen und durch einen Doppelgänger ersetzt worden. Geheimbotschaft Nummer 2. Queen, Another One Bites the Dust. Diese Nummer ist nach Bohemian Rhapsody mit ca. 7,1 Millionen Verkäufen die zweitbestverkaufte Single von Queen. Kein Wunder, groovy Bassline, eiprigsame Melodie und erstklassiger Gesang, natürlich. Aber ein paar, sagen wir mal, besorgte Hörer christlichen Glaubens waren der Meinung, beim Rückwärtsabspielen der Nummer versteckte Botschaften entdeckt zu haben. Es soll zum Marihuana-Konsum aufgerufen werden. Statt Another One Bites the Dust höre man Start to Smoke Marijuana, Decide to Smoke Marijuana oder auch It's Fun to Smoke Marijuana. Also fangt an, Marihuana zu rauchen oder es macht Spaß, Marihuana zu rauchen. Das solle Fans manipulieren. Ja, naja, also das damalige Label von Queen, Hollywood Records, bestritt das natürlich und nicht wirklich viel ist dran. Geheimbotschaft Nummer 3. AC/DC Highway to Hell. Satanische Botschaften in einem Song über den Highway in die Hölle scheint überflüssig, findet auch AC/DC-Gitarrist Angus Young. Er selbst stritt jegliche versteckte Rückwärtsbotschaften im Kultklassiker der Band oder auch in dem dazugehörigen Album ab. Trotzdem haben sich einige Fans knietief in die verschiedensten Theorien darüber eingearbeitet. Der Song soll zum Beispiel nicht nur ein bis zwei versteckte Zeilen beinhalten, sondern komplett rückwärts abspielbar sein. Highway to Hell übersetzt sich demnach in Yahweh. Was im Alten Testament das hebräische Wort für den Gott Israels ist. Aber auch einzelne Strophen sollen rückwärts Sinn ergeben, zumindest wenn man sich wirklich anstrengt beim Hören. Was genau AC/DC damit dann sagen wollen, wussten aber selbst diese Fans nicht so wirklich genau. Geheimbotschaft Nummer 4. Judas Priest. Better by you, better than me. Okay, das hier ist eine wirklich tragische Geschichte, denn die angeblich versteckte Botschaft in diesem Song soll verantwortlich für den Selbstmord zweier junger Männer sein. Rückwärts abgespielt höre man immer wieder die Worte Do it, also tu es. Zwei Fans hatten nach dem Hören einen Selbstmordpakt geschlossen und sich erschossen. Einer davon starb sofort, der andere 3 Jahre später an den Folgen. Und der hatte dann vor seinem Tod behauptet, wir wurden programmiert. Ich wusste, ich werde es tun. Ich hatte Angst. Ich wollte nicht sterben. Es war einfach so, als hätte ich keine Wahl. Die Eltern der Opfer verklagten Judas Priest sogar, aber die Klage wurde beigelegt. Puh, jetzt ein bisschen was zum Durchatmen mit Geheimbotschaft Nummer 5.
Linkin Park, Announcement Service Public. Hier ist die Rückwärtsbotschaft nämlich eine augenzwinkernde. Und schon beim Rückwärtslesen des Titels weiß man, worum es geht. Eine Public Service Announcement, also eine Mitteilung des öffentlichen Dienstes zum Wohlergehen der Bürger. Der Demo-Track war während der Aufnahmen zum dritten Studioalbum Minutes to Midnight 2007 entstanden, hatte es aber nicht auf das fertige Album geschafft. Stattdessen brachten Chester Bennington und Co. das Teil dann als EP für den Linkin Park Fanclub raus. Die versteckte Nachricht der Nu-Mettler an die Fans: Zähne putzen und Hände waschen. Um genau zu sein, hört man: You should wash your hands and you should brush your teeth. Recht haben sie. Geheimbotschaft Nummer 6. Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Ja, eine der Mütter aller epischen Rocksongs. Schon vorwärts textlich ein Rätsel. Selbst Songwriter Robert Plant sagt, dass der Erfolg der Nummer vielleicht an den sehr abstrakten Lyrics rund um eine unersättliche Frau liegt, die man immer wieder neu interpretieren kann. Rückwärts gehört wird's dann mal wieder diabolisch, denn laut Schwurblern war Plant beim Schreiben nur das Werkzeug des Teufels, um folgende Botschaft unter die Menschen zu bringen. Auf meinen süßen Satan, der eine, dessen kleiner Weg mich traurig macht, dessen Macht Satan ist. Er wird denen bei ihm 666 geben. Plant hat den ganzen Käse natürlich abgestritten und gesagt, das ist nicht meine Vorstellung vom Musikmachen. Ich schreibe Songs immer nur mit den besten Absichten. Das hat mich sehr traurig gemacht und ich kann Menschen nicht ernst nehmen, die mit solchen Gaunereien auch noch Geld machen wollen. Lasst meine Songtexte daraus. Geheimbotschaft Nummer 7. Die Ärzte. Westerland. Hier versteckt sich die Rückwärtsbotschaft im 9,5 Minuten langen Kommerzmix oder auch Westerland to the Max Mix des Songs, enthalten auf der Maxi-Single. Schon vorwärts extrem wirr und sowohl stilistisch als auch textlich komplett anders als das Original. Tja, und genau da versteckt sich, wie sollte es bei den Ärzten anders sein, keine zum Beispiel satanische, sondern eine sehr lustige und auch leicht versaute Rückwärtsbotschaft. Auf Westerland hängt den Frauen die Brust voller Kittel. Geheimbotschaft Nummer 8. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Wieder ein Song, der schon vorwärts wenig Sinn ergibt und rückwärts mit ein bisschen Vorstellungskraft angeblich gleich mehrere versteckte Nachrichten an die Fans beinhalten soll. Die erste lautet: John Dillinger died for you, also der Gangster und Bankräuber John Dillinger ist für dich gestorben. Die zweite: Say yes to me, what are you doing, say yes to me, I'm Bruce too much. Eine Erklärung gibt's dazu nicht, aber es heißt so viel wie: Sag ja zu mir, was machst du? Ich bin zu sehr verletzt. Geheimbotschaft Nummer 9. Motorhead, Nightmare Dreamtime. Wenn man den raunenden Gesang von Frontmann Lemmy in diesem Track rückwärts abspielt, dann bekommt man eine Kampfansage an alle Kritiker der Band. Narrow-minded, right of paranoia.
Erzählt mir von eurem erbärmlichen kleinen Leben. Ich schließe mich nicht euren abergläubischen, engstirnigen Anflügen von Paranoia an. Die einen sagen, es ist eine Abrechnung mit Motorheads ehemaliger Plattenfirma, mit der sie sich zu dem Zeitpunkt in einem erbitterten Rechtsstreit befunden hatten. Die anderen glauben, die Botschaft war für eine US-Lobbyorganisation gedacht, aus besorgten, sehr konservativen Eltern, die Rockmusik als Bedrohung traditioneller Familienwerte sah. Und, habt ihr alles verstanden? Ich fand's ganz schön schwer teilweise. Oder habt ihr noch zusätzliche Geheimbotschaften? Dann ab damit in die Kommentare und lasst gerne einen Like da. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.